Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute machen wir wieder so ein kleines Get Ready With Me. Ich möchte mit euch über ein paar Themen sprechen, die mich im vergangenen Jahr so ein bisschen beschäftigt haben. Wir wissen, 2020 war wild. Es soll trotzdem Ort der Positivität bleiben. Und mir ist es aber wichtig, dass ich mit euch einfach über so ein paar Punkte spreche, die mir in den vergangenen Monaten schwer gefallen sind. Und ich glaube, dass es wichtig ist, dass wenn ihr mir zuschaut, ihr auch wisst, wie es mir geht. Und ich glaube, dass es auch eine schöne Sache sein kann, wenn einige, denen es vielleicht ähnlich geht oder schlechter geht, sehen, dass man nicht alleine ist. Das klingt total emotional, soll es gar nicht unbedingt sein, aber ich glaube, es ist eine schöne Sache, sich einfach mal wieder hinzusetzen und über ein paar Sachen zu sprechen. Dieses Video entsteht auch in Zusammenarbeit mit Amazon Prime Video, die mich inspiriert hat, dieses Video zu machen. Ich weiß nicht, vielleicht habt ihr schon mitbekommen, es ist The Wilds. Die ist jetzt neu auf Amazon Prime Video. Und in der Serie geht es eigentlich um uns. Das ist ganz krass. Ich zeige euch gleich mal ein paar Ausschnitte vom Trailer. Ich will gar nicht sagen, dass all das nicht traumatisch war. Aber wissen Sie, als jugendliches Mädchen, das war die wirkliche Hölle. Wir hängen hier fest. Mein Leben ist da draußen, eine Million Meilen weit weg. Es fühlte sich alles an der Insel wieder schrecklich an. Ihre Tochter kommt gerade von einem sehr dunklen Abgrund zurück. Also manchmal fühle ich mich schuldig, weil wir sie belogen. Es sind Mädchen, die auf einer Insel auf mysteriöse Weise gestrandet sind und das sind normale Highschool-Mädels, ganz verschiedene Mädels, die zusammengekommen sind und es war so krass, als ich die Serie gesehen habe. Ich habe so viele Bilder im Kopf gehabt, die mein Leben widerspiegeln. Das habe ich ganz selten bei einer Serie, weswegen ich mich auch für die Zusammenarbeit entschieden habe. Ich bin nicht so die Serienmaus, aber wenn mich etwas catcht und mich zum Nachdenken anregt, dann finde ich das eine gute Sache und schaue mir das auch gerne an. Ich finde auch, dass ich so einen kleinen Vergleich ziehen kann zwischen dem, was fiktiv in der Serie erschaffen wurde, zu unserer Realität 2020. Denn wir wissen alle, 2020 war komplett anders als gedacht. Und ich schminke mich dabei so ein bisschen. Ich habe nämlich einen Look im Kopf, den ich gerne mit euch schminken möchte. Und möchte mit euch einfach so ein bisschen über mein Jahr reden. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir in die Kommentare eure Höhen und Tiefen 2020 einmal aufschreiben würdet. Ich finde, das ist eine gute Sache, einfach um den anderen, die die Kommentare lesen, auch zeigen zu können, dass ihr nicht alleine seid. Also ich möchte auch hier einen kleinen Raum schaffen und das probiere ich eigentlich in jedem Video, dass wir hier einen Raum von wir gehören zusammen und niemand ist alleine. Das ist etwas, was ich mir früher immer sehr gerne gewünscht hätte, bevor ich mit YouTube angefangen habe. Und YouTube hat mir da sehr geholfen, einfach sich so ein bisschen dazugehörig zu fühlen und eine Bestimmung zu haben. Und ich würde mir das wünschen, dass ihr das auch erleben könnt in gewisser Weise. Ihr müsst euch nicht vor die Kamera setzen, aber ich weiß, dass in der Community ganz, ganz viele tolle Leute sind, die sich gegenseitig supporten und einfach da sind. Neulich ein Video hochgeladen, so ein kleines Live-Update, wo ich euch einfach so ein bisschen ins Boot geholt habe, was hinter den Kulissen passiert und wie es mir geht. Ich möchte aber noch so ein bisschen genauer darauf eingehen, vor allen Dingen auf diese Höhen und Tiefen und den Vergleich so ein bisschen zur Realität. Weil das, was in der Serie passiert, ist natürlich fiktiv. Aber, und wenn ihr euch sie anschaut, schaut sie euch an, ihr werdet verstehen, was ich meine. Denn das Jahr hat am Anfang so normal gewirkt und auf einmal war man sofort drin. Nicht nur in der Serie, sondern auch im realen Leben. Ich probiere euch das so ein bisschen. Ich will euch natürlich nicht spoilern, aber ich möchte, dass ihr versteht, warum ich diese Serie ausgesucht habe, um euch mein Jahr so ein bisschen zurückblickend zu geben. Es liegt, glaube ich, auch so ein bisschen einfach an der Jahreszeit. Wenn ich aufstehe, ist es dunkel. Wenn ich ins Bett gehe, ist es dunkel. Und zwischendrin sitze ich hier oben und habe eigentlich nur Kunstlicht vor mir. Ich bin ein sehr sizilianisches Blut und diese Dunkelheit macht mir unglaublich zu schaffen. Ich wusste Anfang des Jahres, wo die Reise hingeht. Ich wusste, welche Produkte kommen werden dieses Jahr. Ich wusste, welche Events anstehen werden. Und ich hatte mir, das ist verrückt, das ist einfach so verrückt, weil letztes Jahr, ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert, was ich so gesagt habe, vieles waren für mich bestimmte Sachen super, super wichtig. Ich wollte die 100.000 Abonnenten knacken, ich wollte meine Produkte haben, ich wollte verschiedene, auch persönliche Erfolge erzielen. Ich weiß noch, als ich im Februar mit meiner Mutter weg war im Urlaub und meinem Cousin und das ging gerade alles los. Wie verrückt sich das dann alles entwickelt hat. Ich weiß noch ganz genau, als wir zusammensaßen und
darüber gesprochen haben, was dieses Jahr alles passiert. Weil meine Mutter, mein Cousin und ich, wir fahren einmal im Jahr weg zusammen und wir reden dann immer über Sachen, die uns dieses Jahr beschäftigen oder was wir dieses Jahr erreichen wollen. Und ich weiß noch ganz genau, was ich gesagt habe. Ich gesagt, ich möchte 100.000 Abonnenten, ich möchte mich selbstständig komplett machen, ich möchte alle möglichen Sachen erreichen. Dann kommen wir zurück und die Welt ist eine ganz andere. Und nicht nur die Welt ist eine andere, sondern ich habe auch absolut das Gefühl, dass auch ich eine ganz andere Person geworden bin. Durch die Situation, die dieses Jahr entstanden sind. Und ich möchte jetzt hier nicht die ganze Zeit über Corona sprechen, weil ich glaube, wir haben da alle unser kleines Päckchen zu tragen. Und ich möchte da niemanden irgendwie zu nahe treten. Auf jeden Fall war ich so motiviert Anfang des Jahres, etwas zu erreichen oder meine Ziele zu verfolgen, die für mich zu dem Zeitpunkt so, so unglaublich wichtig schien. Für mich war nichts Wichtigeres als, ich möchte die 100.000 haben, ich möchte so und so viel Geld verdienen und ich möchte dies und das und jenes erreichen, ich möchte mit Danny dann zusammengezogen sein und dann boom. Und jetzt, mehrere Monate später, 10 Monate später, ist das so unwichtig. Das ist so unwichtig und ich weiß nicht, in welchem Alter ihr seid. Ihr seid, viele sind so in meinem Alter, manche sind älter, manche sind jünger. Aber gestern war die Glow. Und ich habe mit Anna und Tali und so gesprochen und ich hatte das neulich schon mal erzählt, wenn YouTube euch wieder oder uns so schöne Bewertungen gibt, einmal im Monat. So, das war aber nichts dieses Jahr. Und ich habe gelernt, dass es unwichtig ist dieses Jahr. Es ist so viel passiert und es hat mich so viel reifer gemacht dieses Jahr alles. Das ist ganz verrückt, weil ich bin ja schon eine Weile aus der Schule, darauf wollte ich eigentlich hinaus. Ich bin eine Weile aus der Schule raus und ich hatte das Gefühl, als ich aus der Schule rausgekommen bin, jetzt bin ich erwachsen. Jetzt bin ich erwachsen, jetzt kann ich machen, was ich will. Guess what, Freunde? Nein. Nein, ich werde nächste Woche 25. Ich habe gestern das erste Mal seit immer das Gefühl gehabt, jetzt bin ich erwachsen. Nicht so dieses Jahr, ich bin volljährig, sondern mein Kopf hat sich dieses Jahr so verändert, weil ich mir einfach Gedanken über Sachen gemacht habe. Was ist wichtig und was ist unwichtig? Und jetzt so zum Ende des Jahres, wo für viele von euch das so ein bisschen ruhiger wird und ihr euch auf euch konzentrieren könnt und die Zeit mit der Familie, beziehungsweise das ja auch nicht richtig. Aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Ihr könnt einfach so ein bisschen mehr hoffentlich die Zeit genießen, ist für mich das Jahr ist noch nicht zu Ende. Für mich stehen in den nächsten Wochen einfach super viele Sachen an und ich bin da auch sehr transparent mit euch. Die Weihnachtszeit ist einfach die härteste Zeit für einen YouTuber. Es ist einfach so. Und das ist auch schön und ich habe mir das auch ausgesucht. Ich bin super, super dankbar. Vor allen Dingen, weil ich weiß, wie viel dieses Jahr Probleme bereitet hat. Und ich will euch da auch so ein bisschen teilhaben lassen. Auch mir. Ich habe das, glaube ich, nie geteilt, wie es mir geht oder wie es uns geht hier. Weil ich glaube, dass es immer schlimmer geht, aber für einen selber ist das, was man erlebt, natürlich immer schlimm. Und ich weiß, dass vielen von euch das ja sehr, sehr viele Probleme gemacht hat und ich möchte euch auch so ein bisschen mitgeben, dass ihr nicht alleine seid. Aber mittlerweile bin ich an dem Punkt, wo ich sage so, okay, wir sind gesund. Und das ist, ich habe nie verstanden, und das ist, vielleicht geht es euch auch so, ich habe nie verstanden, warum ältere Leute immer gesagt haben, das Wichtigste im Leben ist Gesundheit. So, ja, macht schon irgendwo Sinn, oder es hat schon immer irgendwo Sinn gemacht, aber es war immer so, ach na ja, mein Gott, ich bin jung, es kann nichts passieren. So, was soll passieren? Ich kann mir ein Bein brechen, aber mehr halt auch nicht. Und dieses Jahr habe ich festgestellt, nein, ich will das ja nicht kleinreden. Ich hoffe, dass ihr das nicht falsch versteht und schreibt mir gerne euer Feedback dazu in die Kommentare, wie das für euch war und ob ihr versteht, was ich meine. Ich habe das Gefühl, dass es alles so ein bisschen verzerrt wurde, auseinandergezogen wurde. Und das ist das, was in der Serie halt so krass ist, weil du denkst eigentlich, du weißt, was da passiert. Und das Gefühl hatte ich auch Anfang des Jahres, März, April. Das ist alles so ein bisschen an mir vorbeigezogen. Ich wusste, okay, es geht jetzt los, Lockdown. Für mich hat sich am Anfang nicht so viel verändert. Und dann wachst du ein halbes Jahr später irgendwie auf, kurz vor Weihnachten, und denkst so, was ist im letzten halben Jahr eigentlich schiefgegangen? Was ist passiert? Wo warst du? Und es ist für mich jetzt so unverständlich, dass das alles an mir vorbeigezogen ist. Ich nehme euch ja viel mit auf meiner Reise hier und eigentlich habt ihr alles mitbekommen. Gestern war für mich
Also heute ist Montag, ihr seht das Video, glaube ich, am Mittwoch. Gestern war für mich auch nochmal so ein augenöffnender Moment. Das war nämlich gestern die digitale Glow. Ich war ja mit BH da und ich erinnere mich an die Glow letztes Jahr, wo ich gesagt habe, okay, nächstes Jahr möchte ich im Artist-Bereich sein. Ich möchte den ganzen Tag mit euch chillen und irgendwas machen. Und dieses Jahr, so schön es auch war, wir Creator und YouTuber saßen da und haben gesagt, was ist das hier? Es ist nicht dasselbe. Man kann sich das nicht vorstellen, wenn man nicht da gewesen ist. Ihr habt natürlich nur das vor der Kamera gesehen, hinter der Kamera. Das hat mir Angst gemacht, weil ich das erste Mal bewusst, ich war das letzte Dreivierteljahr, war ich nur zu Hause. Ich habe niemanden gesehen, ich habe nichts erlebt, den ganzen Tag eigentlich nur Videos gedreht und an meinen Produkten gearbeitet. Und das war gut, weil ich mich so ablenken konnte, aber jetzt wird mir das so bewusst. Das letzte halbe Jahr, das letzte Dreivierteljahr in Perspektive gebracht zu heute, beziehungsweise zu gestern. Wir saßen da und ich dachte, das kann nicht wahr sein. Wie empfindlich ist mein komplettes Gedankenkonstrukt, dass meine Welt so auf den Kopf gestellt wird, emotional so. Und das hat mir richtig, richtig Angst gemacht. Es gab so drei Punkte dieses Jahr, die sich für mich wirklich... Also ich nehme viel aus diesem Jahr mit und so furchtbar es war, ich habe das Gefühl, dass mich dieses Jahr wesentlich reifer gemacht hat und auch gedankenmäßig offener, weil ich jetzt einfach verstanden habe, was ist wichtig und was nicht und bin froh, wenn das Jahr vorbei ist. Auf der anderen Seite bin ich aber auch sehr, sehr dankbar für dieses Jahr, weil ich feststellen durfte, wie zerbrechlich alles ist. Und ich hatte mich letztes Jahr so super sicher gefühlt, so nicht abgehoben, das würde ich nicht sagen, aber ich habe mich so sicher gefühlt, weil ich wusste, was 2020 alles für mich bereitsteht. Und dann kommt die Klatsche. Es interessiert heute niemanden, ob du 100.000 Abonnenten hast, ob du ein schönes Haus hast oder ob du, weiß ich nicht, irgendetwas Materielles hast. Das ist völlig egal. Und deswegen habe ich auch Montag das Spendenvideo gemacht, weil ich weiß, dass es vielen, vielen, vielen Menschen noch schlechter geht. Deswegen habe ich dieses Spendenvideo gemacht, um so ein Stück zurückzugeben. Nicht, weil es mir wichtig ist, dass sie sieht, ah, er spendet Geld, das ist so toll. Ja, es ist toll und es ist auch schön, wenn das so rüberkommt, aber das ist nicht meine Intention. Ich hatte immer die Mission hier, etwas zu verändern. Ich habe am Anfang immer gesagt, ich möchte, dass die Gesellschaft so weit ist, dass Männer mit Make-up akzeptiert werden. Und das ist viel weiter als das. Es geht um Gleichstellung von Mann und Frau, es geht um Gleichstellung von Homosexuellen, es geht um die Bewertung von Individualität. Und ach Gott, ich könnte so viel ausholen, weil es macht mich so wütend alles. Ich schmink parallelen Look. Ich benutze dazu die Liefel Cosmetics Paletten, die ich hier habe. Was mir am meisten Angst gemacht hat dieses Jahr, war, ich nenne keine Namen, weil das, finde ich, gehört sich nicht, wie Leute, Kollegen von mir, öffentlich gebrochen wurden, öffentlich bloßgestellt wurden von anderen Leuten für Klicks und für Zahlen und für deren Reichweite und für deren Ruhm. Und ich glaube, ihr wisst, wovon ich rede. Und als das passiert ist, ich kann es nicht verstehen, dass es Leute gibt, die Leute wegen etwas, was sie nicht haben oder was sie vielleicht haben, weniger wert machen als einen selber. Das klingt jetzt sehr plakativ, aber das kam in der Serie sehr gut rüber, dieses... Okay, jeder hat so sein kleines Päckchen zu tragen und nicht jeder muss es wissen, aber jeder muss wissen, dass jeder ein Päckchen zu tragen hat. Und das ist was, was mir dieses Jahr gezeigt hat und auch die Serie, das war ganz krass, weil das hat mir die Augen so geöffnet. Ich habe das mir das erste Mal bewusst gemacht, okay, jeder hat sein Päckchen zu tragen. Und Freunde, wenn ihr mein Päckchen kennen würdet, es würde alles ändern und es würde vielleicht auch erklären, aber jeder hat halt sein Päckchen zu tragen. Und wenn Leute öffentlich bloßgestellt werden wegen ihres Päckchens, dann habe ich dafür kein Verständnis. Und das akzeptiere ich auch nicht. Und das ist das, was mir dieses Jahr gezeigt hat. Nicht nur, ich möchte die Akzeptanz von Männern in Make-up. Mein Gott, es gibt so viel Wichtigeres als dieses Make-up. So viel Wichtigeres. Ich möchte, dass es allen Leuten gut geht. Egal, ob Mann oder Frau. Ich möchte, dass es allen gut geht und dass alle wissen, dass sie nicht alleine sind und einen Ort schaffen und das... ist mein großes Ziel auch für nächstes Jahr, dass wir mehr in diese Charity-Richtung gehen. Und mit dem Spendenvideo, das war das zweite dieses Jahr, gehen wir schon in eine gute Richtung. Aber ich möchte mehr. Und ich möchte weniger für mich, ich möchte mehr für euch. Ich bin in der Position, dass ich sagen kann, ich habe die Möglichkeit, das zu tun. Und ich freue mich, wenn ihr damit dabei seid. Weil immer so, abonniert meinen Kanal, dies, das, jenes. Ja, gerne.
Aber ich würde mir fast eher wünschen, und das ist wahrscheinlich so dieses Besinnliche auch dieses Jahr, ich würde mir wünschen, dass die Leute dieses Jahr einfach mehr vor ihrer eigenen Haustüre kehren. Ich möchte den Vergleich ziehen zwischen dem Weihnachtsmann und Knecht Ruprecht. Wenn du lieb warst, kommt der Weihnachtsmann, wenn nicht, kommt Knecht Ruprecht. Und ich möchte, dass jedes Jahr der Weihnachtsmann kommt. Und ich hoffe, dass für jeden von euch auch jedes Jahr der Weihnachtsmann kommt. Und 99%, da kommt jedes Jahr der Weihnachtsmann. Ihr könnt mir gerne einmal in die Kommentare schreiben, was für euch das Jahr so wild gemacht hat. Und ich finde mit wild, das ist, muss gar nicht so negativ konnotiert sein. Wild war vieles wild dieses Jahr. Für mich war es sehr wild zu sehen, was dieses Jahr wirklich wichtig ist und was halt nicht. Und dieses ganze oberflächliche Getue und Gemache, who cares? Wen interessiert das 2020 noch? Ich habe einmal schnell den unteren Wimpernkranz gemacht und möchte ein bisschen was mit euch auf die Lippen auftragen. Meine liebste Lippenkombi, ich wurde so oft danach gefragt jetzt in den letzten Tagen, ist der Nabla Nummer 4. Um nochmal so ein bisschen über die Serie zu sprechen, weil es war so cool. Ich hatte nämlich den Trailer vorab gesehen. Es gibt ja so viele coole neue Serien auf Amazon Prime im Moment. Habe ich Danny geschrieben, ich habe eine neue Serie gefunden, ich weiß aber nicht mehr, wie sie heißt. Dann können wir ja gucken, wann sie kommt. Und es war tatsächlich The Wilds. Ich fühle mich manchmal immer noch wie so ein Teenage Highschool Girl. Wer auch von euch? Aber halt in so einer utopisch-dystopischen Welt der Realität. Man sieht da ganz, ganz viele Sachen. Auf den ersten Blick erscheinen sie so, ja Mann, es ist total dramatisch. Und oh Gott, ihre Probleme, ich kenne die Probleme und sie hat sich verliebt und der meldet sich nicht mehr. Und so dieses tägliche Problem, was es gibt. Ja, diese alltäglichen Probleme. Und dann aber, das ist im Schnitt total krass gemacht. Ihr müsst euch das anschauen, damit ihr das versteht, was ich meine. Ist das so, boom, aufwachen und du bist wieder woanders. Und da sind eigentlich die Probleme. Sind ja auf einer Insel gestrandet. Und für mich ist die Insel so ein bisschen 2020 gewesen, weil da die Probleme waren. Echten Probleme. Und man erlebt da so die kompletten emotionalen Höhen und Tiefen einmal der Mädels dort auf der Insel, aber auch so seine eigenen. Ich kann nicht zu viel erzählen, um euch nicht zu spoilern, aber es sind mehrere Mädels und also ich konnte mich mit allen außer einer identifizieren. Und das ist krass, weil jeder hat ja so in seinem Leben was Eigenes erlebt und in Serien geht es ja immer darum, dass man sich so ein bisschen damit identifizieren kann. Aber wenn man sich mit so vielen Mädels auf verschiedenen Ebenen identifizieren kann, ist das verrückt. Ich schreibe euch alle Informationen aber dazu auch nochmal in die Infobox. Das ist einmal der Look, den ich geschminkt habe. Ich möchte das Ganze so ein bisschen zusammenfassen, weil es war gar nicht negativ. Also klar, es ist ganz, ganz viel passiert dieses Jahr, was hätte nicht unbedingt passieren müssen, aber ich bin sehr, sehr dankbar für dieses Jahr. Meine Prioritäten, die ich Anfang des Jahres hatte, sind nicht mehr meine Prioritäten. Sie erscheinen mir nicht mehr wichtig. Sie sind für mich fast irrelevant. Ich habe mehr über mich gelernt dieses Jahr als in den vergangenen 3 Jahren. Vorher habe ich auch viel gelernt. Das ist mein Päckchen. Und ich würde mich freuen, wenn ihr so ein bisschen mit mir in den Austausch, in den Kommentaren geht. Ich schaue mir das natürlich alles an. Und mir einfach so ein bisschen über euer Jahr 2020 erzählt. Probiert so ein bisschen sensibel zu sein, wie auch um euch selber zu schützen. Ich möchte mich nicht, dass es jemandem schlecht geht von euch. Und wenn es jemandem schlecht geht von euch, könnt ihr mir immer schreiben, einfach um es euch von der Seele zu reden. Es wird mit Sicherheit jemanden in den Kommentaren geben, dem es ähnlich geht, mit dem ihr euch vernetzen könnt. Und ich möchte so ein Netzwerk aufbauen mit euch gemeinsam. Und das ist das Ziel, was ich nie gedacht hätte, dass es das 2020 werden wird, aber das ist mein Ziel für 2021, dass wir untereinander eine Community sein können, die auf sich Acht gibt und ganz klar die Prioritäten sieht. Und ich freue mich auf das Jahr mit euch gemeinsam, auf 2021 und bin gespannt, was es für uns alle bereithält. Auch wenn das 2020 wild war, 2021 wird auch wild und das auf eine schönere Art und Weise. Freunde, ich danke euch, dass ihr heute mit dabei wart. Schreibt mir gerne ein Feedback zu meiner Meinung und zu dem, was ich gesagt habe, in die Kommentare. Und wir sehen uns beim neuen Video hier auf meinem Kanal. Passt auf euch auf.